Herzlich willkommen zurück bei Green Hell. Wir sind wieder im Dschungel. Ich hätte mir hier so ein kleines Nachtlager an diesem wunderschönen Biotop hier gebaut. Ja, dieser Ausblick ist so wunderschön hier mit diesen Giftmüllfässern. Und ich erkunde ja jetzt im Moment noch ein bisschen. Und ich habe mir im Internet so eine tolle Karte da rausgeladen. Und zwar ist ja eigentlich so, dass man hier wahrscheinlich irgendwann eine Karte kriegt. Die ist aber noch nicht da. Und deswegen gibt es da so schöne Karten. Und ich habe gesehen, ganz in der Nähe sind hier zwei Höhlen. Und da wollte ich mal reingehen. Also die eine Höhle, die liegt im Westen. Müssen wir mal gucken. Also in diese Richtung. Und da werde ich jetzt mal hinlatschen. Wir sind ja von unseren Werten eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ein bisschen Fleisch fehlt und ein bisschen Schlaf. Ich meine, ich könnte jetzt noch ein bisschen Schlaf nachholen. Oder schlafe ich die Nacht durch, dann können wir im Hellen gucken. Also, ich schlafe mal ein bisschen durch. Moment mal, hier war das Feuer. Ich gehe mal hier oben in dieses Schlafzelt. Werde ich da ein bisschen abratzen. Stock her damit. Ja, in diesem traumhaften Resort. Ja, direkt vor der Tür hier die Fässer. Ach, es ist so schön. So, da ratzen wir bis 2 Uhr. So. Und dann ratze ich aber nochmal, dass wir wieder quasi früh am Morgen starten. Ich guck mal, 6 Uhr wird es langsam hell hier. Was war da? Eine Dose. Ist die Dose leer? Da kann ich was essen, nehme ich mit. Und hier, die ist leer. Ach, so schön am früh am Morgen. Was habe ich gesagt? Erstmal gucke ich nochmal. Hier meine Werte aus dem Wasser könnte ich noch ein bisschen trinken. Und was habe ich noch im Rucksack? Ach, der ist ja richtig voll. Fette. Gucken wir gerade. Fette können wir auch gebrauchen. So. Fette sind fast voll. Wasser und Frucht brauchen wir noch. Ach, hier haben wir wieder. Ach, die können wir auch nochmal essen. Dann mache ich mir kurz hier aus diesem frischen Quellwasser, was wir haben. Ach, ist das so schön mit den Fässern. Aus dem frischen Quellwasser mache ich mir kurz noch einen Drink. Hier. Oder sind die noch voll? Da ist noch was drin. Nee. Unsicheres Quellwasser. Okay, jetzt ist unser Feuer natürlich weg. Können wir da noch ein neues machen? Habe ich wieder keine trockenen Blätter hier. Ach, die Drohne brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Hier können wir noch ein bisschen stacken. Das geht nicht mehr. Das passt da auch nicht mehr hin. Ach, es ist auch immer voll hier. Okay, also kein Wasser hier. Dann würde ich sagen, ich gehe erstmal weiter und gucke mal, ob ich unterwegs was Trockenes finde. Das werde ich dann erstmal mitnehmen. Und dann kann man sich nächstes Mal, wenn wir dann in dieser Höhle sind, was Schönes kochen aus diesem tollen Quellwasser. Also ich weiß immer noch nicht, ob es so ist, wenn ich das hier, diesen Blätterhaufen einpacke. Ach, ich habe auch absolut keinen Platz hier. Kann ich das noch stacken hier? Es passt auch nirgendwo was hin. So, das kann ich da noch hinpacken. Moment, die muss ich mal kurz hier runterschmeißen. Die auch. Kann ich da noch Blätter mitnehmen? Ich weiß nicht, ob die nachher trocknen. Also, das kann mir vielleicht mal einer sagen, ob irgendwann die Blätter trocknen. Ansonsten. Da ist noch so ein schöner Pilz. Schöner Giftpilz. Ansonsten, wenn ich hier was Trockenes sehe, dann nehme ich das natürlich sofort mit. Ah, man kann hier dem Weg folgen.
Ist das auch Richtung Westen? Man kann sich schnell verlaufen. Ja, es passt ungefähr. Fast ungefähr. Ich muss mal kurz noch was umstellen hier einmal. So, gucke ich mal. Die Framerate war doch ein bisschen wenig. Ist immer noch wenig. Mal gucken, ob ich hier was tunen kann. Moment. So eine gute Grafikkarte, so ein guter Rechner, aber die Framerate, die sackt manchmal so ab hier. Also könnte natürlich auch in der Landschaft liegen. Gerade bei dunklen Szenarien, finde ich, ist es noch schlechter als im hellen. Also warum, weiß wahrscheinlich keiner. So, was liegt hier? Das ist ein Stock, den wir mit. Ja, noch ein paar Fässer. Ach so, weil der Weg hier entlang geht. Okay. Ah, hier, Banane. Okay, da gab es nur zwei. Da ist auf jeden Fall ein trockenes Blatt dran. Und ich habe schon mit Pegel, so. Das trockene Blatt nehmen wir mal. Können wir nachher Feuer machen. Ist da noch eins? Nein. So, ich muss mal kurz nach meinen Egeln hier gucken. Und dann sollte ich dauerhaft mal gucken, ob man sich nicht hier so Schutz in die Beine und Arme machen kann. So, das war's. Das ist noch ein trockenes Blatt. Naja, wir haben ja jetzt eins. Und eigentlich... Okay, hier ist der Weg schon mal zu Ende. Müsste jetzt hier gleich irgendwo eine Höhle sein. Ach, ich habe jetzt natürlich auch meine Karte hier verschoben. Moment, so. Jetzt geht's weiter. Also, wo bin ich jetzt hier? 53,26 und auf 53,26. Okay, die Höhle ist ein bisschen weiter nach Süden. Also müsst ihr hier irgendwo gleich kommen. Ja, ich glaube, ich habe eine Schlange gehört oder sowas. Hier haben auch noch trockene Sachen. Das nehmen wir mal mit. Ich dachte, da wäre noch eins dran gewesen. Ach, hier. So, und jetzt muss doch hier irgendwo das Höhlchen kommen. Bin gespannt. Hm, 53, 28, 53. 28, doch, die muss jetzt bald kommen. Oh, da haben Seile haben wir genug. Da ist die Schlange. Die nehmen wir jetzt mal mit. Ja.
irgendwie Schlangenbraten zum Frühstück. Kriege ich da eigentlich wieder Punkte? Ja, Tiere ausnehmen gibt es einen Punkt. So, hier ist das Höhlchen. Mit so einem schönen Überstand. Hier könnte man Feuer machen. In den Höhlen sind ja oft irgendwie so Viecher, Skorpione oder sowas. Ah, hier gibt's. Hier kann ich schlafen, glaube ich, oder? Ah! Fuck! Ich hab's gewusst, ey. Mistdrecksviech. Da haben wir jetzt natürlich keine Pilze hier, oder? Verdammt. Also muss ich erstmal Pilze suchen. Und ich sag noch, ey, da ist bestimmt so ein Scheißviech drin. Oh, so eine große Höhle. Wo kommt der Stock her? Orientierung. Okay, ich gehe erstmal raus und guck mal, ob ich einen Pilz finde, der mich so ein bisschen, hallo? Der mich so ein bisschen heilt. Jetzt habe ich nämlich ein kleines Problem hier. Ich müsste nochmal neu laden wahrscheinlich, weil ich das nicht schaffe. Die Pilze musste ich dann nochmal nehmen. Die blauen hier. Okay, die sind gegen Parasiten. Die roten, diese hier. Ja, genau. Na, Fieber kriege ich, glaube ich, so nicht weg, ne? Fieber weiß ich gar nicht, was dagegen hilft. Hier sind jetzt natürlich wieder genug trockene Blätter. Also ich mache mir erstmal oben Feuer. Könnte die Schlange mal essen. Wo war jetzt die Höhle? War die jetzt da gewesen? Ah, hier. Also ich würde mal sagen, hier mache ich mir erstmal ein Feuer hin. Aber so ein kleines reicht mir da. So. Oh, yes. Oh, yes. Yes. Feuer machen haben wir wieder einen Punkt gekriegt. Jetzt kann ich hier erstmal die Suppenschale draufstellen und das Ding draufstellen. Da packe ich jetzt erstmal Wasser rein. So. Und so. Wieso macht das Wasser da nicht rein? So, weil da noch sauberes Wasser drin ist, oder wie? Wasser sauber. Okay. Verschütten. Trinken geht nicht. Schütten. Nein. Schütten. Ja. So. Da kochen wir uns erstmal den Pilz hier.
Wasser ist immer ein bisschen knapp mit den Eulenflaschen hier, finde ich. Kann ich die noch was reinpacken? Ne, einmal geht nur. Okay. So, das Gelb haben wir aufgefüllt. Wasser und Fleisch brauchen wir noch. Fleisch kriegen wir jetzt hier. Mit der Fleischsuppe. Energie haben wir auch gekriegt. Okay. Jetzt habe ich nur kein Wasser mehr. Können wir die Dose essen? Die, da war auf jeden Fall Fleisch drin, würde ich sagen. So, und Wasser auf jeden Fall noch. So, vielleicht sammelt sich dann da irgendwann Wasser. Ja, renn durchs Feuer. Okay. So. Ich habe immer noch hier das Fleisch. Das kann ich noch machen. Und irgendwas habe ich schon wieder hier. Ich verbrannt jetzt, oder was? Eieiei, nur weil ich ins Feuer gelaufen bin. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Da haben wir wahrscheinlich keinen. Doch, wir haben hier so ein. Okay, ich warte jetzt nur, bis das Fleisch fertig ist und dann muss ich mich einmal hinlegen. Ich glaube, hier die Pilze, die geben auch noch Energie, oder? Der nicht und der. Der blaue gibt ein bisschen Energie. Da kann ich weg. Okay, also Braten dauert auf jeden Fall länger als in der Suppe kochen. Und hat jetzt irgendwie gar nichts gegeben? Oder? Moment mal. Achso, ich muss ja auch essen. 12, ein bisschen Energie. Okay. Ein Knochen ist da auch angefallen, oder was? Na, ich muss mich mal ein bisschen hinlegen. Ich hoffe nicht, dass hier wieder so ein Viech irgendwo ist. Einmal kurz auftanken. So, Fieber ist schon mal weg. Ich weiß immer noch nicht, was die Uhr heißt. Ist natürlich schon wieder dunkel. Ich brauche auf jeden Fall Wasser. Und Wasser, ich bin jetzt an. Wo bin ich nochmal? 53,29. 53,29. Okay. Also es gibt einen ganz kleinen Wasserspot. Und noch eine zweite Höhle. Und zwar an 50,30. Also nach Südosten. Also in die Richtung. Ja, renn nochmal durchs Feuer. Eieieiei. Ich bin so schlau. Jetzt hat er bestimmt hier was. Da nicht. Wieder da. Und ich lege hier nochmal ein bisschen Holz nach. Den Rest, den ich hier habe. Eine Fackel? Haben wir nicht eine Fackel hier? Ja, auf der 4. Und dann können wir hier nämlich mal ein bisschen gucken. Dass die hier leuchten. So ein kleiner Fehler im Programm.
Weg müsste der richtige sein. Müsste jetzt eigentlich Richtung Süden sein. Da bin ich so falsch gelaufen. Wo bin ich denn jetzt? Moment. Also ich vergleiche das mal aus. Hat ja lange gehalten. 51, 28. Ja, genau. Jetzt müsste ich eigentlich... Ach nee, ist doch noch an. Jetzt ist er aus. Warum? Was macht er denn zu der Fackel? Ach so, weil es regnet. Nee. Schrei ruhig, Schwein, du kommst auch noch dran. Also hier müsste eigentlich jetzt Wasser sein. 50, 29, was habe ich gesagt? 50, 30. Okay, noch ein Stück. Ach, da gehe ich mal einen Bogen drum um die Schlange. Unbekannte Frucht. Ich glaube, die konnte man kochen, ne? Oder? Wie war das? So, hier müsste jetzt irgendwo Wasser sein. Da unten, glaube ich, sehe ich was. Das war nur ein Stein. Moment. 49 ist schon zu weit. 49, 29. Ah, ich muss auf jeden Fall noch nach 30. Also 49, 29. Da muss ich jetzt nach Südwesten. Also dahin. Hier soll so ein kleiner Wasserspot sein. Das hier oder was? Das ist ja wohl gar nichts. Ist das das? 51, 29. 51. Nee, also ich muss auf jeden Fall nach Süden noch. Nicht gedacht, dass es so weit ist und ich habe wahrscheinlich meine Pfannen wieder... Ne, meine Töpfe habe ich mitgenommen. Sehr gut. 50, 30 muss das eigentlich sein. So, hier ist 50, 30. Hier? Ist doch nichts. Also das war, glaube ich, ein Satz mit X hier. Hier gibt es kein Wasser. Ja, ist auf jeden Fall richtig. Aber kein Wasser. Wo gehen wir jetzt hin hier? Nach Osten. Also im Westen ist auf jeden Fall wieder eine Höhle. Da gibt es noch Pilze. Knochen, genau. Oh, Knochen kann ich nicht mehr nehmen.
verstehe ja nicht, dass der die Pfeile nicht woanders hinpackt. Naja. So, wir sind jetzt an 51:30. Und wir müssen noch ein Stück weiter, dann kommt da die Höhle. Man sieht so viel im Dunkeln. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist immer dunkel, aber nie hell. Okay, die Höhle haben wir auf jeden Fall gefunden, aber irgendwas ist hier, was ich nicht sehe, was mich beißen will. Und vielleicht kann man ja auch hier schlafen. So praktisch, wenn es so dunkel ist. Und wir haben natürlich... Doch, wir haben noch einen Pilz. Uiuh, Glück gehabt. Ah, hier ist ein Bett. Scheiß Viecher. So, ich schlafe jetzt hier erstmal. Und dann warten wir mal, bis wieder hell ist. So, kann man hier was von nehmen? Ach, hier kann man ja was zu essen nehmen. Orangensaft. Ah, dann kann man was zu trinken. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, erkunden wir in der nächsten Folge mal weiter. Ich habe da so einen schönen Spot gesehen. Sieht aus wie eine Oase mit schönem Wasser und so. Ich würde sagen, da gehe ich mal hin. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.